Zur Agritechnica 2009 zeigt Deutz Fahr den Prototyp eines neuen Fahrzeugs mit einer Motorleistung von 600 PS. Die Maschine basiert auf einer Entwicklung der Deutschen Traktorenunion, DTU. Sie haben die Räder gezählt? Richtig, es handelt sich um einen knickgelenkten Traktor mit 8 Rädern. Die Räder können hoch pendeln, da jeweils zwei um einen Radantrieb pendelnd in einem Boogie aufgehängt sind. Unter der Haube arbeitet ein V8-Dieselmotor von Deutz mit 16 Litern Hubraum und 600 PS Nennleistung. Der Vorderwagen und der Hinterwagen des Knicklenkers haben jeweils Differentialsperren. Über eine Kupplung im Knickgelenk kann der Hinterwagen bei Transportfahrten antriebslos geschaltet werden. Das Getriebe des Agro XXL ist voll lastschaltbar und bietet 16 Vorwärts- und 8 Rückwärtsgeschwindigkeiten. Vorwärts bis 40 km/h, rückwärts bis 12,7 km/h. Dafür geht es im Heck des Traktors spartanisch zu. Kein Hubwerk, keine Zapfwelle, nur viele Hydraulikanschlüsse und ein schweres Zugpendel. Auf dem Hinterwagen ist aber der Kugelkopf für Sattelauflieger sichtbar. Container und Tanks lassen sich ebenfalls aufbauen. Der Wendekreis des Agro XXL liegt bei 17,5 Metern. Eigentlich wenig bei fast 9 Metern Fahrzeuglänge und 19,5 Tonnen Leergewicht. Die Radpaare radieren auf dem weichen Boden ein wenig, arbeiten aber deutlich schonender beim Wenden als die Laufbänder eines 600 PS schweren Raupenschleppers. Der große Vorteil des Konzepts: mit 600 PS liegt die Außenbreite des Agro XXL bei nur 2,85 Meter.